Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 4 Video. Heute mal mit einem Umstyling von den Pancakes. Ja, diese Sims sind ja fester Bestandteil im Spiel. Die wohnen ja in Willow Creek und ich hatte jetzt so Lust, einfach mal vielleicht so meinen eigenen Save-File in Angriff zu nehmen. Da vielleicht mal so ein bisschen was zu erstellen. Ich würde es schon cool finden, wenn ich so selber die ganzen Sims-Welten umgestalte, die Sims neu, ja, die Sims umstyle, vielleicht eigene Familie noch mit einziehen lassen. Denn wenn ich dann vielleicht noch mal irgendwann ein neues Let's Play starten sollte, was ich jetzt erstmal nächste Zeit nicht plane, aber wenn, dann könnte ich dann zum Beispiel meinen selbst erstellten Save-File spielen und dann hätte man ein bisschen Abwechslung und ein bisschen was anderes als immer diese selben aussehenden Sims. Natürlich sind es an sich noch die Sims, aber sie haben halt einen neuen Look. Und das möchte ich jetzt gerne in nächster Zeit angehen. Bei den Umstylings, also von den Sims, die schon in den Welten wohnen, die quasi von EA schon erstellt wurden, sind von Anfang an, ändere ich nur das Outfit, gegebenenfalls die Haarfarbe, die Frisur. Aber jetzt sowas wie Gesichtszüge, Körperbau und sowas, das lasse ich alles gleich so, wie es war. Und genau, wie gesagt, ich starte jetzt mit den Pancakes. Ich erstelle jetzt gerade oder gestalte dieser Style, sieht zurzeit gerade im Hintergrund um, wie ihr sehen könnt. Und ich muss sagen, bei Eve fiel es mir wirklich ziemlich schwer. Also ich weiß nicht, ich konnte mich da ewig nicht entscheiden, was jetzt gut ist, was jetzt nicht gut ist. Und ja, mit meiner Auswahl letztendlich bin ich dann doch ganz zufrieden. Sie sieht schon ein ganzes Stückchen anders aus. Aber genau das finde ich halt so interessant, dass man jetzt, wenn man Sims dann später begegnet, vielleicht nicht sofort merkt, hey, das ist das oder das ist der Sim, sondern muss dann erstmal gucken, hey, wie heißt denn dieser Sim, wer ist denn das überhaupt? Das finde ich an sich ziemlich interessant. Genau, ich möchte jetzt eigentlich gerne alle ein, zwei Wochen sowas hochladen, entweder wie gesagt ein Umstyling oder ich erstelle eine komplett neue Familie. Oder irgendwelche Charaktere, da muss ich mal gucken, was ich genau mache. Oder irgendein Speedbuild, in dem ich irgendein Gebäude umgestalte oder halt was neu baue. Das sind jetzt erstmal so die Pläne. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe und wie weit ich komme, kommt dann halt entweder ein Umstyling oder ein Stellen Sim. Oder halt ein Speedbuild, weil Umstylings und Erstelle ein Sim sind deutlich weniger zeitaufwendig als jetzt Speedbuilds. Und genau, da versuche ich das, wie gesagt, alle ein, zwei Wochen, vielleicht auch mal nur alle drei Wochen, je nachdem, wie es zeitlich passt, da etwas zu bringen. Aber geplant ist es eigentlich wirklich wöchentlich. Ich denke aber, es wird eher auf alle 14 Tage rauslaufen. Wie gesagt, es kommt, wie es kommt, je nachdem, wie ich Zeit habe. Und noch als Info, ich werde immer zwei Alltagsoutfits erstellen und von jedem anderen Outfit werde ich jeweils eins wählen. Genau, das ist jetzt erstmal so der Plan dahinter. Und ja, dann werde ich sicherlich auch mal, wie gesagt, noch andere Familien erstellen. Vielleicht werde ich auch mich irgendwann mal später nochmal erstellen. Ich habe mich zwar schon mal erstellt, aber ich glaube, das kann man noch ein bisschen besser machen, obwohl ich schon ziemlich zufrieden war mit meinem jetzigen Ich in Sims. Mal sehen. Aber es wäre, glaube ich, ganz cool, wenn ich dann da auch durch die Gegend laufen würde. Ich müsste mir vielleicht noch eine Wohnung kreieren. Ja, mal sehen. Das kann man alles nachher noch machen. Also wie gesagt, bei ihr habe ich mich ein bisschen schwer getan. Bei ihrem Ehemann, dessen Vorname ich gerade nicht weiß, fiel es mir sehr, 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 sehr leicht, für ihn Sachen auszuwählen. Aber ihr dann doch gar nicht so. Genau, und was ihr am Ende noch sehen werdet, was ich da noch getan habe oder verändert habe. Ich habe dieser Familie einen Hund hinzugefügt. Also sozusagen den Haushalt ein bisschen weiter. Das werde ich vielleicht auch machen, also ich vielleicht einfach so ein paar Sims oder Haustiere in die Haushalte packen werde, je nachdem, wie es passt. Sicherlich nicht überall, aber vielleicht doch mal so ab und zu so die Familie vielleicht ein bisschen erweitern oder halt einfach ein Haustier dazu packen. Ich werde auch hier das Haus an sich umstylen. Genau, Bob. Okay, Bob hieß er. Genau, ihn habe ich einfach nur einen anderen Bart gegeben. Ich finde, das hat schon vom Aussehen her ziemlich viel bewirkt. Und ja, bei ihm habe ich wirklich sehr, sehr schnell Sachen gefunden, die mir gut gefallen haben. Da war das dann doch nicht so kompliziert, obwohl ich irgendwie das Gefühl habe, meine Typen sehen alle gleich aus. Da muss man gucken, dass ich dem so ein bisschen entgegenwirke.
damit ich da nicht der Gefahr entgegenlaufe, dass irgendwo meine ganzen Sims im Safe-Fall irgendwie komplett identisch aussehen und alles selber tragen. Aber gut, weiteres habe ich jetzt gar nicht mehr zu erzählen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.